Herzlich willkommen. Ich müsste einmal Ihren Mitgliedsausweis sehen. Den haben Sie nicht dabei. Schlecht eigentlich. Welchen Status haben Sie denn? Haben Sie Bronze, Silber, Gold oder Platinum? Okay, haben Sie einen Ausweis dabei? Weil den müsste ich zumindest sehen, damit ich Sie legitimieren kann. Haben Sie dabei? Ja, das wäre sehr hilfreich. Bitte was? Ja. Das kriegen wir hin. Zeigen Sie mir einmal her. Ja, einmal umdrehen. Der ist auch original. Okay. Ja. Passt. Da muss ich jetzt einmal tatsächlich schauen. Bevor ich. Wer hat das denn hier dreckig gemacht? Santa Maria, das darf so aber auch nicht sein. Nun gut, soll ja nicht Ihr Problem sein. Richtig, Sie sollen darunter ja nicht leiden. Okay, ich muss jetzt mal eben schauen. Ja, geben Sie mir. Sie geben mir einen Moment, okay? Vielen Dank. Ja, das ist. Wenn der Ausweis nicht dabei ist, ist das natürlich alles etwas händisch. Also der Mitgliedsausweis. Genau. Da müssen wir einmal alles händisch jetzt durchgehen, was auch okay ist. Aber es dauert dementsprechend natürlich ein klein wenig länger. Das ist so. Was hatten Sie gesagt? Welche Stufe haben Sie nochmal? Die höchste. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe nichts gesagt. Darf ich fragen, was Sie als letztes Auto hatten? Not bad, not bad. Okay, ja. Ah, ja, erzählen. Gerne erzählen Sie ruhig auch von Ihren Erfahrungen. Denn das Ganze wird jetzt hier schon 2, 3 Minuten dauern. Ich entschuldige mich für diese nervige Störung. Aber ich will jetzt nicht sagen, da sind Sie selber schuld, weil unsere Gäste natürlich die Könige sind. Aber so ein bisschen vielleicht schon. Möchten Sie in der Zeit was trinken? Alkoholisch, nicht alkoholisch. Sie kennen unser Angebot. Sie können was Kleines haben, was Großes. Sie können alles haben. Auch was zu essen, wenn Sie Bock haben. Sagen Sie einfach Bescheid. Dann hole ich oder ein Kollege, Kollegin das. Das ist kein Problem. Perfekt. Ja klar, nein, das ist daran. Daran soll es nicht scheitern, wissen Sie. Ist auf gar keinen Fall scheitern. Ja, bitte. Ja, doch. Wirklich, erzählen Sie ruhig. Ja, ich höre Ihnen schon zu. Ich muss hier nur ein paar Sachen tatsächlich jetzt ausfüllen und kontrollieren und machen und tun. Das sind, ja, doof gesagt, das sind aber ein paar Sicherheitschecks. Wir müssen jetzt ein bisschen, ich muss sie auch so ein bisschen abgleichen, wissen Sie? Wir haben ja ein Bild von Ihnen gemacht. Deswegen sagen wir ja auch, wenn Sie sich äußerlich drastisch verändern, sprich komplett neues Gesicht machen lassen, die Haare komplett anders färben oder sonstige Sachen, kommen Sie mal kurz bei uns rein, aktualisieren Sie das Bild, dann sind wir auch für Sie da. Ja, das ist ohne Ausweis dann, also ohne Mitgliedsausweis, immer ein längerer Prozess. Das ist ein bisschen nervig natürlich, aber wir sind halt exklusiv hier für unsere Gäste und
Das wollen wir auch irgendwo wahren. Sei jetzt aber gerne mit dem letzten Auto. Aber soweit sind Sie gut vorangekommen. Das freut mich zu hören. Das freut mich sehr zu hören. Okay, so extrem. Okay, das ist. Ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir doch mal, was wir heute hier für Sie tun können. Ich habe eine schlechte Nachricht. Sie sind akzeptiert worden. Natürlich sind Sie akzeptiert worden. Ich habe auch gerade schon Ihre Historie gesehen. Not bad, würde ich mal behaupten. Not bad. Trinken möchten Sie immer noch nicht. Okay, essen auch nicht. Haben Sie schon unser Jahrbuch aus dem Jahr 2023 jetzt bekommen? Also unser Anfangsjahrbuch? Noch nicht. Dann bin ich sehr froh, dass ich hier noch ein paar stehen habe. Dann gehört dieses prachtvolle Exemplar ab jetzt Ihnen, wenn Sie möchten. Dort finden Sie exklusive Informationen über uns, unsere zukünftigen und gegenwärtigen Fahrzeuge und auch mal so ein kleines Potpourri von vergangenen Fahrzeugen, die mittlerweile in den meisten Fällen schon ausrangiert sind. Schauen Sie einfach mal durch. Vielleicht finden Sie was Interessantes. Und vielleicht sehen Sie ja dort auch für das nächste Mal das Fahrzeug, was Sie sich wünschen. Exakt. Gut, dann gebe ich Ihnen das mal. Ich lege Ihnen das einfach mal dahin. Dann stört es auch jetzt gleich nicht. Dann muss ich jetzt natürlich wissen, wie sieht es heute aus? Wie lange möchten Sie das Auto dieses Mal haben? Okay, kein Thema. Hatten Sie denn etwas Bestimmtes im Kopf? Oder war das jetzt erstmal primär komplett frei? Und Sie würden dann jetzt frei entscheiden, was Ihnen zusagt? Bitte. Okay. Okay, ja. Also, auf jeden Fall sportlich, ja. Sportlich. Ich will jetzt nicht sagen, können wir. Aber können wir. Definitiv sogar. Definitiv. Das kann ich mal sowas von garantieren. Jetzt schaue ich mal. Uhrzeittechnisch sind wir natürlich ein wenig spät dran. Das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, dass Sie dort ein wenig spät jetzt gekommen sind, aber gut, das ist ja nicht tragisch, würde ich behaupten. Da kommen wir mit hin. Jetzt muss ich kurz schauen, was wir noch da haben. Was wir auf jeden Fall noch da haben. Vielleicht ist es ja was für Sie, ist neben Lamborghini auch Ferrari, McLaren. Und jetzt muss ich schauen, ob wir auch noch, wir hätten auch noch Alpine da. Alpine. Also die Marke von Renault, das ist natürlich auch eher, ja,
hier kompletter Luxus, mehr auch einfach so ein bisschen. Ja, teilweise sportlich, ja, teilweise sportlich. Man kann, glaube ich, darüber sagen, was man möchte. Wir hätten noch einen Bentley da, der natürlich im Zweifelsfall etwas weniger sportlich ist, je nachdem, was sie für einen Wagen nehmen. Ich schaue mal gerade, welchen wir da haben. Haben wir den Continental da? Ich glaube es fast. Ja, wir haben den Continental GT da. Der hat, ich muss gucken, welchen wir da haben. Ich muss schauen, wir haben ja mehrere, das wissen Sie, wir haben mehrere. Und dementsprechend muss ich schauen. 550 der eine und 635 der andere. Das wäre jetzt die Continental GT-Variante. Das ist der Sportwagen, den Sie wahrscheinlich... Ich habe gar nicht gesehen, hatten Sie den schon mal? Noch nicht. Vielleicht eine Überlegung wert. Definitiv ein schöner Wagen und auch sehr zu empfehlen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch den Lamborghini Aventador dort. Genau, genau. Der ist auch noch am Start. Ja, ja. Der hat 740 PS. Das weiß ich auswendig. Genau. Ich meine, es waren 544 kW bei 690 Newtonmeter Drehmoment. Ich meine, es wäre so. Und jetzt muss ich überlegen. Ich meine 2,9 Sekunden, 0 auf 100. Ja, ja. Denn, ja, wissen Sie, den Lamborghini, den haben wir schon so häufig gehabt und auch schon dementsprechend so häufig weitergegeben. Das ist halt ein absoluter Klassikerwagen. Also bei uns ist das so der, ja, eine absolute Ikone, nenne ich das einfach mal, unter den Fahrzeugen. Richtig, richtig. Das ist einfach, da kommt man im Zweifelsfall auch einfach nicht dran vorbei, muss man einfach mal so ehrlich sagen. Gut. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich guck gerade mal, was wir noch so haben. Ich guck einfach mal ganz entspannt. Wir hätten natürlich noch Porsches da. Wir hätten den 911er da. Ja. Ich weiß nicht. Porsche 911. Porsche Taycan haben wir auch da. Ist natürlich dann, ja. Ich weiß nicht, wie extravagant wollen Sie es haben? Wollen Sie wirklich sagen, ich möchte Sportwagen, Sportwagen haben? Oder sagen Sie, ich möchte Sportwagen, Luxuswagen haben. Ja. Ja, ich, als Beispiel jetzt einfach mal, ja, wenn ich mir einen Rolls-Royce angucke. Rolls-Royce Phantom als Beispiel. Ist das noch Sportwagen? Ich würde behaupten, nein. Ich würde sagen, das ist ein reines Luxus. Oberklasse-Fahrzeug, denn wenn ich mir anschaue, der ist halt auf Entspannung getrimmt und nicht auf Vollgas, auch wenn der immer noch, ich meine, 563 PS hat unser Rolls-Royce, den wir haben. Wir haben nur den, ich glaube, wir haben noch, warten Sie mal, ich glaube, 563 bis 300, bis 632 ist es, glaube ich, der stärkste. Ich möchte aber jetzt nicht, möchte mich nicht darauf festlegen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, genau, genau, ich hatte recht. Perfekt. So,
Das würde ich halt jetzt nicht sagen, ist unbedingt die absolute Sportvariante. Wenn ich mir dagegen dann den Aston Martin DB11 als Beispiel angucke, der ist auch noch verfügbar, den habe ich gerade gesehen. Absolute Empfehlung natürlich. Da kommen sie natürlich ganz, ganz woanders hin. Das ist ja ein reines Sportauto. Da setzen sie sich rein und dann go for it. Damit könnten sie auch Rennen gewinnen, ja. Also, das ist ja gar kein Problem. So, ähnlich sieht das natürlich aus beim Aventador zum Beispiel, ja. Der auch, der zieht weg. Der zieht dann doch schon echt nochmal ein Stückchen anders als die meisten anderen Fahrzeuge es tun. Genau. Genau. So, und dementsprechend, da kommt es so ein bisschen auf Ihre Präferenz an. Ja. Okay, das verstehe ich. Also dann doch eher so Sportwagen, Sportwagen, Sportwagen. Wirklich richtig in diesem Bereich drin. Ja klar. Gar kein Problem, gar kein Problem. Darauf fokussiere ich mich jetzt mal eben. Dann schauen wir mal ganz kurz, was sich hier noch finden lässt. So, da sind wir auch schon. Zack, 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 zack. So, also. Würde Ihnen den Wagen jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz frech empfehlen. Das ist wirklich der Aston Martin DB11. Ein absolutes Granatenfahrzeug. Der absolute Oberhammer. Und so für mich somit das Beste, was Sie hier machen können. Andere Möglichkeit wäre der McLaren P1, der McLaren P1, das ist tatsächlich so in abgewandelter Form auch manchmal ein Rennfahrzeug. Der Wagen hat 903 PS. 903. Da bleibt mir fast die Stimme weg. Ja. Wahnsinn. Genau, das ist also auch möglich. So, das würde also gehen. Dann haben wir noch, wie gesagt, den Lamborghini Aventador. Genau. Der wäre auch möglich. Und ich würde behaupten, das sind jetzt erstmal die interessantesten Fahrzeuge. Das wäre halt möglich. Wir hätten natürlich auch noch ein paar andere Fahrzeuge, ein paar Ferraris hätten wir auch noch da. Ich sehe aber gerade, dass da teilweise die Autos schon weg sind. Der 488er wäre noch da. Natürlich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ich tendiere dann zwar dieses Mal zu einem anderen für Sie, insbesondere entweder der Aston Martin oder der McLaren, aber das müssen Sie ja entscheiden. Der Aston Martin soll es sein, auf meine Anweisung. Oha, jetzt setze ich mich natürlich in die Nesseln, wenn es jetzt schief geht. 510 oder 639 p. War mir klar. Alles klar. Gut, alles klar für zack, 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 zack. Dann ist der Wagen auch schon reserviert. Dann mache ich Ihnen einmal das hier fertig. So. Dann bekommen Sie jetzt diese Schatulle. Sie kennen das bereits. Sie gehen jetzt zu meinem Kollegen, geben ihm diese und dann bekommen Sie gleich Ihr Fahrzeug.
Fahrzeug rausgebracht und haben dann hoffentlich eine wunderschöne Zeit damit. Und wehe, sie erzählen mir danach nicht, wie sie den Wagen fanden, okay? Das würde mich echt freuen, ich bin super gespannt. Und nächstes Mal bringen sie auch aus ihrem Wohl den Ausweis mit, dann geht es für sie auch einfacher und schneller. Das Büchlein lesen sie sich einfach mal durch, wenn sie Bock haben. Sie das. Und dann haben Sie noch Fragen. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Immer. Egal wo, egal wie, egal wann, egal was. Wenn doch, bitte melden. Alles klar. Wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Auto. Gerne. Tschüss.